Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ja, wir sind noch auf dem Weg zu dem neuen Ziel im Arcadian Stream, wo wir uns gesetzt haben. So ziemlich in der Mitte von, also überleg horizontal gesehen, so in der Mitte vom System ungefähr, von der Region. Ja, da fliegen wir mal hin. Ich habe gerade die realistische Karte an, also sprich, es ist alles dabei bei der Routeplanung. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was so kommt. So, in dem Fall nichts Großartiges. Da haben wir sogar schon alles. Wir müssen im Vergleich zum letzten Mal doch einige Sprünge weiter. Obwohl, eigentlich es war gar nicht so viel Sprünge. Ich habe nur diverse Neutronensterne noch mitgenommen. Sprich, wir müssen doch noch mal gute 600 Lichtjahre weiter. Und wir haben es nämlich gar so weit zu dem System. Ach, nur 19, das geht noch. Und, oh, wir sind immer noch relativ weit ohne. Ja, auf 2000 Lichtjahre unter der Ebene. Hier ist nicht so viel in der Nähe. Eventuell müssten wir mal gucken, dass wir ein bisschen hochkommen. Eventuell findet sich da was Interessanteres. Aber allzu hoch soll es ja auch nicht werden, weil das System, wo wir hinfliegen wollen, ist ja relativ weit unten. Ja, man könnte auch nochmal auf die Karte gucken, ob wir da irgendwas in der Nähe sehen. Das machen wir auch mal. Jetzt würde ich sagen, wenn wir das System gesehen haben. Weil ich möchte nur ungern irgendwas Schönes in den Nähe verpassen. Ja, hier mal auch. Ist auch relativ easy going. Außer Sonne hat es hier nichts. So, das soll auch schon reichen. Und mir gucken wir ganz schnell auf die Karte, was man so finde. Ein weißer Zwerg, M-Sterne. Zwischen du, A oder hier. So ein bisschen rauszoomen, mal ein bisschen was sehen. Und dann. Ja, also. Viel ist hier nicht. Was bist du? Bist du B oder. Ja. Beim O-Stern wäre ich immer direkt hingeflogen. Ah, hier ist nochmal ein Neutronenstern. Okay. Kommen wir jetzt nicht hin von der Route, aber man könnte. Ansonsten ist hier. Was haben wir dann da? M4. Gut. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt hin. Oh, du bist doch aber in der Nähe. Da könnten wir noch einen Abstecher machen, oder? Ist auch nur M4. Ja, in der Nähe 194, okay. Sind wir schon. Oh. Ein MS-Stern. Den nehmen wir aber mit. Ha. Der geht aber. Aber sowas von. Zwischen du. Ja, egal. Egal. Den MS-Stern, den nehmen wir doch mit. Ja, die haben wir schon, aber. Hey, ich bin noch nicht überdrüssig in der MS-Sterne. Wir brauchen, glaube ich, immer noch diese CJ und CN-Sterne hier, oder? Im Arcadian Stream. Müsste ich eventuell nochmal gucken. Damit wir zumindest mal in irgendeiner Region mal die Sterne voll kriegen. Aber wie gesagt, da müssen wir hier noch die ganze interessante Überriese finden. Und das ist hier immer so eine Sache. Die gibt es hier nicht so oft. So, Moment, wir können gerade noch ein bisschen Sprit mitnehmen. Ups, das war auch falsche Taste. Und dann scannen wir am besten schon mal, was wir scannen können. Fuel's been increased.
Gab jetzt auch nicht, dass es hier sonderlich was Interessantes gibt. So, dann müssen wir doch weiterfliegen, um an der Sonne vorbeizukommen. Und sonst schon was gibt sonst Neues? Ich wüsste jetzt nichts. Außer, dass ich vor ein paar Tagen, nee, genau gestern noch ein schlechter Film geguckt habe. Creature nannte sich das Ding. Irgendwie aus der tiefsten 80er, so Science-Fiction-Ding, bisschen von Aliens geklaut und was auch immer. Zu meiner großen Überraschung ist auf einmal Klaus Kinski herumgeturnt in dem Film. Da habe ich so überhaupt nicht damit gerechnet. Und ja, das war es bestimmt keine Rolle, wo er stolz drauf ist, aber oder so berühmt die Rolle von, ne? Aber dem steht doch schon, egal was er macht, hat doch immer schon, der hat immer schon den Wahnsinn im Gesicht stehen irgendwie. Das ist unglaublich. Das ist so einer, dem möchte ich nicht nachts begegne. Okay, gut. Geht mittlerweile auch nicht mehr, aber das ist schon, ja, macht halt den Druck. Sonst der Film war eher mau. Die Effekte vom Monster waren auch nicht so toll. Da gab es auch schon 80er bessere Dinger. Ich glaube auch nicht, dass jetzt das sonderlich großes Budget hatte. Konnte man dann eher vernachlässigen. So, gucken wir mal. Gut, relativ normaler System hier. Dann fliegen wir mal zu dem MS-Stern. Ansonsten, wie gesagt, heute ist ja Freitag. Beziehungsweise, wenn das Video live geht und ja, mal gucken. Das Wochenende findet sich bestimmt noch die Zeit, für den oder andere Film zu gucken. Ich hätte hier nämlich noch Sicario 2 da liegen. Da fand ich die erste Del ja super. Allerdings kein Film, den ich irgendwie nochmal sehen müsste. Weil es ist halt irgendwie überhaupt kein Feel-Good-Movie. Also wenn er dann noch nicht kennt, Sicario von Denis Villeneuve. Oder wie sich der aussprechen tut, der Name. Der ist richtig gut, der Film. Benicio del Toro. Das Anna ist die. Oh, Name von der weiblichen Hauptdarstellerin komme ich gar nicht. Emily noch irgendwas, glaube ich, oder so. Und das andere müsste Kurt Russell, oder? Müsste, glaube ich, gewesen sein. Ja, der ist sehr, sehr gut. Und ich weiß halt noch gar nicht. Moment. Ah, mehr noch Sprung. Okay, ich bin dabei ein bisschen verwirrt. Ja, also lohnt sich definitiv der Film. Hat auch ein äußerst genialer Soundtrack, der eher, das ist fast schon ein komplettes Dark Ambient Album, der Soundtrack. Geht mir aber sehr gut ab. Der eventuell, je nachdem wie ich drauf bin, wird halt dieses komische Remake, naja, ja, Remake von Drei Engel für Charlie, wird mich ja doch noch partiell interessieren. Das von Fossier oder so, wo das rauskommen ist, das müsste ich mal noch geben. Weil kann mich so gerne outen, das Remake oder der Film, wann wird der rauskommen? 2000 darum vom MacG mit Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu, den fand ich ja super. Zumindest der erste Teil. Der war total witzig. Ich mag den. Der zweite war eher schlecht, aber der erste, der hat was. Und vor allem ein sauguter Soundtrack. So mit Fatboy Slim und was ne, weiß ich noch nicht noch alles. Der war spaßig. Und ja, wenn das Remake also in die Ecke geht, wäre ich doch sehr zufrieden. So, und zufrieden bin ich auch, wenn der Stern hier was Tolles ist. Also unentdeckt wäre der Sinn. Ja, das war zu erwarten. Nur drei. Sind wir schon fertig, oder? Nee, wir haben noch
ein Gasriese, einsamer. Bisschen du. Oh, da. So, dann schauen wir mal. Wir hätten ein, okay, gut, normale Größe, 30 Sonnenradie, so typisch für die, K-Stern dabei und ein Klasse 3. Exzentrizität 0,6, ja, ist nur ein bisschen mehr, aber Akkumotor, das ist die, ja. Ja, es ist nicht so bemerkenswert, das Ganze. Also die Umlaufbahn von dem Planet natürlich. So, dann warte mal, dann jetzt dürfte doch dieser, genau, das Flimmergras lädt hier noch hin, weil das ist jetzt nur ein Sprung, wenn wir hier schon sind. Dann können wir den Rote Riese auch gerne mitnehmen. Da spricht ja gar nichts dagegen. So, sicherheitstechnisch ein bisschen warte. Ansonsten Elite-Neuigkeiten. Nächste Woche ist ein Patch angekündigt worden. War sogar schon das Datum, der 15., wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Ja, müsste hinkommen, der 15. Juli ist ein Patch angekündigt worden. Was sie genau fixe, ist noch nicht bekannt. Das gäbe so Anfang nächster Woche bekannt. Bin ich mal gespannt. Also ich hätte jetzt nichts auf dem Radar, wo ich denke, oh doch, 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 natürlich haben wir was auf dem Radar. Ist gerade hier zu sehen hier. Die Mitteilung hier, dass es neue Nachrichten gäbe, aber es gibt keine. Da würde ich mich freuen, wenn das gefixt wäre. Wird. Aber ansonsten, gut. Wenn wir tun hier nur gerade Explore, da ist halt nicht so viel, wo man irgendwas rausfinden könnte, was Bugs betreffen könnte. Aber gibt hier immer was zu tun. Genau, das war rausgenommen. Sonst ein paar Neuigkeiten. Ich fand es ganz witzig. Deutsche Forum, es gibt momentan eine große Thread, wo eine bekannte deutsche PvP-Gruppe, die Ronin of Amarak, so berüchtigte Ganker und die alles abschießen, was ein paar drei auf dem Baum ist, die machen eine Klassenfahrt nach Kolonia bzw. Hanse gemacht. Der Thread ist einfach nur köstlich. Also, wenn jemand von euch in Kolonia ist, im Open, bitte aufpassen. Dort könnte man dann direkt aus dem Raumschiff rausgedreht werden. Denn, ja, man kann ja schon über die sahen, was man will, aber sie können halt wirklich fliehen. Da, wenn man sich da manche Videos anguckt, was die hier. Ich meine jetzt definitiv nicht die Videos, wo 4G1 sind, weil die haben ja schon ein paar Spezies dabei, auch wenn die 1G1 machen, das ist schon ein Hammer. Also. Muss man anerkennen. Vor allem der Anna. Ach, ich komme gerade auf den Namen. Das ist so Flight Assist Off-God, wo du bei deiner dabei ist. Und dann schießt er immer mit seiner fixe Waffe und trefft natürlich immer. Also ich könnte mit Flight Assist Off noch nicht mal geradeaus fliegen. Das ist schon Hammer. Ja, das fand ich ganz witzig, dass die jetzt Kolonia unsicher machen. Wie gesagt, der Thread ist einfach köstlich. Kann man natürlich anders sehen, wenn man wenn man gerade betroffen ist. Und ja, ich muss ganz offen zugeben, wenn die mich wahrscheinlich ziehen würde, ich hätte wahrscheinlich null Chance. Ich so theoretisch wäre sicher, was ich machen muss vor Absahau, aber ich glaube, die hätte mein Schiff schon längst zerlegt, bevor ich das überhaupt machen könnte. Die Reflexe ist ja. Aber dafür hat ja Elite auch, Gott sei Dank, die Solo- und Gruppenmodi. Und ganz ehrlich, wenn das einfach nur ein Open generell wäre, also wenn es gar nichts anderes möglich wäre, hätte ich mir das Spiel eh nie geholt. Insofern, weil mich das ganze kompetitive Multiplayer, das interessiert mich nämlich. Das solle die mache, die Bock drauf haben oder die Junge, ich brauche das nämlich.
Mir reicht so hier die Gruppe von Gleichgesinnte, wo man sich ab und zu mal treffen kann oder ab und zu mal Raumschiff sieht und ja, aber wo es dann friedlich zugeht. Das reicht mir völlig. So, dann können wir jetzt mal schauen, was haben wir hier an diesem roten Riesen 30 Sonnenrad hier. Okay. Süß. Geosignale sogar. 1,5 G sogar noch. Was gibt's hier? Germanium, aber. Hier. Jupp, die sind noch relativ nah zusammen. Aber. Okay. Du bist auch relativ. Oh ja, du bist relativ nah dran. Ja, also den Dorn nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Geosignale. Ja, wieso eigentlich nicht, oder? Könnten wir doch gerade. Wäre ich jetzt durchaus nicht abgeneigt. Sag nicht mal so. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, hier fehlt noch einiges in dem Sektor, oder? Gucken wir gleich mal. Aber das könnte man dann gerade mal nutzen, wenn man auf der Sonne seid. Irgendwas haben, damit man natürlich auch den M-Riese hier sehen. Ein bisschen von oben drin kommen. So, das ist was verwirrend. So. Ja, der ist tatsächlich nicht so weit von der Sonne weg hier. So, Moment. Ja, das ist relativ cool, muss ich sagen. Da landen wir auf jeden Fall mal. Aber zuerst. Zack. Zack. Und zack. Das muss reichen. Dann können wir. So, natürlich. Nee. Da müssen wir eventuell. Nee, du musst raus. Weg, 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 weg. Mal nachstarten. Nee, du musst nur eine Nummer. Was anderes machen. Genau, warte mal. Mir wollte es ja schon mal ganz kurz in der Codex-Rennlinse. Ah, falsch. Falsch. Falsch, genau. Die C-Dinger-Sterne, die fehlen uns noch. Biologisch. Geologisch. Gasschlot haben wir schon und das war's auch schon. Ah jo, da landen wir. So. Nein. Och, was mach. Och, was mache ich dann? Weiß ich nicht mehr, wo die Signale sind. Unglaublich. So, gucken wir mal. Vielleicht haben wir Glück und es ist auf der Sonnenseite. Das wäre sehr cool. Oh, der lacht mich doch an. Ja, der soll es sein. So, passt das soweit? Keine Ahnung. Müsste, könnte. Das war cool, gerade diese Protuberanze hier muss. Hier am Stern over, gerade am Ring. Das ist recht cool. Ja, der ist gar nicht so weit davon entfernt. So. Ja, ja, alles gut, alles gut. Oberflächentemperatur. 985 Kelvin. Das ist gut warm. Um nicht zu sagen heiß.
Und es gibt zumindest Germanium. Vielleicht haben wir hier ein bisschen Glück und finde ein bisschen was. Das ist eigentlich okay. Ich glaube, an so einem Planet, am Rote Riese oder am Riesestern allgemein, ist immer noch gar nicht so oft gelandet. Zumindest an keinem, der so eine Art dran war. Denke ich jetzt mal, oder? Und das ist direkt am Krater. Auch schön. Aber noch über dem Krater. Das finde ich. Obwohl, das können sich ein bisschen in den Krater rinziehen. Nee, wir sind noch zu weit entfernt. Oh, Moment, ist das auch ein kleiner Krater? Oder ist es einfach nur eine Senke? Kann ich gerade nicht so genau sagen. Nee, linke Hand ist ein kleiner Krater. Könnte eventuell so kleiner Krater sein, oder? Ja, das ist so kleiner Krater und dort am Hang irgendwie. Oder war mal ein kleiner Krater und ist da. Das könnte allerdings ein bisschen ungemütlich werden im Lande. So von wegen ein guter Platz finde. Mal kurz im Hinterkopf behalten, dass immerhin 1,5 G-Dosen. Sprich mit Späßchen mal zurückhalle. Ah ja, hier dampft's schon. So, mir pendle mal aus. Ja, das langt locker. Nummer sicher. Vielleicht kriege ich noch einen Krampf in der Zeigefinger und und drücke ziemlich hart den Schub nur ohne. Auf jeden Fall haben wir doch dann schöne Aussicht, oder? Das ist doch mal. Warte mal. Eventuell, bevor wir dann 9 zu tief in der Krater runter gucken. Ne, warte mal, da müssen wir das Fahrwerk kurz einfahren. Sonst sieht das scheiße aus. So, zack. So. Das ist jetzt nicht der Ernst, dass es hier nicht zum Lande geht. Das ist doch glatt wie Babypopo, oder? Du, ne? Oder war aber gerade so ein Moment. Wir sind nur noch ewig weit davon entfernt, oder? Nee, das sind nur so ein paar Ausläufer hier. Ja, ein bisschen nach vorne können wir. So, das reicht. Das bin ich ein bisschen zu weit geflogen. So. Okay. Und dann gucken wir mal zumindest, was wir hier noch haben. Was? High Gravity Warning. Ja, das ist okay. Schön. Da haben wir doch ein schöner Hintergrund hier. Da kann man nichts sagen. So.
So, wir haben etwas entdeckt. Das ist schon mal gut. Silikatdampfgasschlot. Machst du warm? Ich hoffe doch nicht, weil ich würde jetzt gerne ein Bild machen. Ja, das ist doch in Ordnung, oder? So, wunderherrlich. Pechstein brauchen wir natürlich nicht. Das ist völlig uninteressant. Kristallcluster könnte man schon eher. Ich komme mir auch noch ein bisschen Zeit vor, ein oder zwei Dinge aufzusammeln. Joa, das geht noch. Weil ich meine, allzu viel Material hier brauchen wir nicht. Und hier gibt es, glaube ich, echt nur ein Germanium, was interessant wäre. Ja, Niob brauchen wir schon mal gar nicht. Oh, hier geht's ganz schön nur um. Nö, es geht normal nur. Ne? Ich dachte schon, der Abhang. Niob. Uninteressant. Pechstein, was war denn das eigentlich? Kristallcluster, Kristallfragmente? Keine Ahnung. Das war ein Cluster. Das ist Niob. Also wenn jemand Niob braucht, gerne hierher. Ist vielleicht ein bisschen weit von der Bubble weg, aber. So, Moment, wenn wir hier schon vorbeikommen, dann können wir auch gut und gerne verschließen, oder? Zinn, auch uninteressant. Nadelkristalle. Ah, Nadelkristalle gehen immer auch mit. Chrom. Ist nicht unbedingt das, was man braucht. Pechstein? Irgendwo war doch ein was Nadelkristalliges. Ja, Yttrium nehme ich doch. Ey. Wo holt denn das Ding hin? Wir können gut und gerne können wir das Zeug abschießen und wir waren nur das wenigste brauchen können. Ja, gar nicht. Kristallfragmente könnte man eventuell noch mal probieren. Ach, das sieht schon cool aus, oder? Hier hat der Landeplatz. Rote Riesen ist schön, man kann sie sehen. Zink brauche ich eher weniger. Zinn brauche ich auch nicht. Pechstein brauchen wir sowieso nicht. Ach, dann muss ich noch ein Bild machen. Hilft alles nichts. Und ich würde sagen, wir haben auch dann eh schon genug Zeit auf die Uhr. Moment. Ja, das sieht cool aus irgendwie mit dem Ring und dem roten Riese. So, sehr schön. Das ist doch mal ein schöner Landeplatz und genau, machen wir hier Schluss und ich wünsche euch ein sehr schönes sonniges Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin dann. Bye bye.